1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein bisschen was Besonderes vor. Zum einen ist die Sendung offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir sprechen wollt. Zum anderen gibt es ein Thema. Das Thema heißt Fragen an Domian. Wir haben uns gedacht, ich frage euch das ganze Jahr über. Heute habt ihr auch die Möglichkeit, mich mal zu fragen. Ihr könnt mich alles fragen, was euch interessiert, und dann sehen wir mal weiter, was ich da so zu antworten habe. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, über welches Thema auch immer, 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Wir sind im Moment noch ein bisschen in kleinerer Runde, das heißt hier bei 1 Live und bei 1 Festival, und um 13 Minuten nach 1 ungefähr kommt das WDR Fernsehen dann auch dazu. So. Meine erste Anruferin heute Nacht ist die Marina. Und Marina ist 18 Jahre. Guten Morgen. Hallo. Hallo Marina. Um was geht's denn bei dir? Ja, also ich habe geheiratet. Oh, schon? Ja. Ja. Bisschen früh. Wann denn? Nein, vor 3 Tagen. Oh, ganz frisch verheiratet. Ja. Eine junge Braut, Gratulation. Ja. Nein, also es geht darum... Ja, wie schon gesagt, ich bin verheiratet und bin auch eigentlich sehr glücklich. Bis auf, dass es halt das Problem gibt, dass mein Mann mir, sag ich mal, nicht das gibt, was ich brauche an Liebe und Zärtlichkeit ist einfach... Wie lange kennst du ihn denn schon? Also, wir sind gerade mal 2 Monate zusammen. Wie bitte? Das blöd an, 2 Monate zusammen und dann schon geheiratet? Wie alt ist er? 28. Warum habt ihr so schnell geheiratet? Ja, weil ich habe mir gedacht, warum soll ich meine erste große Liebe so schnell laufen lassen? Wäre ja auch schwachsinnig. Aber du lässt sie doch nicht laufen, wenn du ihn nicht heiratest, sondern wenn ihr erstmal gewacht habt. Ja, aber wir waren einfach so, wir sind glücklich miteinander, ja, kann man so sagen. Ja, ja. Bis halt auf diese... Ja, aber... Das ist halt einfach nicht so... Bis auf was Gravierendes, ne? Ja. Hat er bestimmt versprochen, dass er es ändert, aber er hat es halt auch schon so oft gesagt und er ändert es nicht. Jetzt sag mir doch mal konkret, was das ist, was du vermisst. Bitte? Sag mir das mal noch konkreter, was das ist, was du vermisst. Ja, Umarmungen einfach. Das ist einfach dieses Umarmen, Kuscheln. Solche Sachen halt einfach. Macht er das gar nicht? Auch gar nicht, kann man nicht sagen. Er macht es schon, aber sehr, sehr selten. Er versucht es halt eher mit materiellen Dingen. Also, ja. Und ich hab. Und Sex? Ja, das ist eigentlich so relativ gut, aber was im Bett läuft eigentlich gut, also Sex haben wir schon regelmäßig. Okay, aber so der ganze Bereich der Zuneigung, Zärtlichkeit, Innigkeit, das fehlt. Hast du ihm das gesagt schon? Ja, habe ich. Wie reagiert er darauf, wenn du ihm das sagst? Ist er dann erstaunt oder macht er dicht oder wie ist seine Reaktion? Er macht nicht dicht, er sagt schon, dass er es ändern will. Er sagt auch, dass er mir damit nicht wehtun will. Und ich habe auch vor ein paar Wochen schon mit ihm drüber gesprochen und heute schon wieder. Woran mag das liegen? Ich weiß es nicht. Mensch, wenn man ein paar Monate zusammen ist, ist man ja eigentlich noch so verliebt, dass man nur an dem anderen rumfummeln möchte. Aber er ist auch teilweise sehr hektisch, weil er ist ja so, er ist ja arbeiten. Ja. Von 3 bis 2 Uhr nachts und tagsüber, wenn wir dann aufräumen oder einkaufen gehen, ist total hektisch teilweise. Ja. Und er kann auch nicht mal 10 Minuten sitzen bleiben oder so. Ich habe ja doch gesagt, Schatz, komm, wir nehmen uns eine 1/2 Stunde kuscheln und dann... Genau. Ja, das war dann 10 Minuten und dann wieder halt... Da hatte der Schatz keine Lust mehr. Mann. Ja, das ist halt so, er hatte halt eine frühere Beziehung, die 6 Jahre ging. Mhm. Ging die... Eigentlich die Initiative zu heiraten mehr von dir aus oder von ihm aus? Von ihm aus. Von ihm aus? Ah ja. War das eine richtig große Hochzeit, so mit Verwandten, allem drum und dran, Feier? Nö, wir hatten eher eine kleine Hochzeit, weil er wollte halt, dass es keiner weiß. Ja. Warum wollte er das, dass keiner weiß? Ja, ich weiß damit irgendwie, ich weiß es nicht, ich hab keine Ahnung, ich hätte mir schon, sag ich mal ganz ehrlich,
andere Hochzeit gewünscht, aber ich wollte ihm halt diesen Gefallen tun. Ich habe es meiner Mutter gesagt. Meine Mutter ist gekommen, von meiner Mutter, der Freund und mein Bruder. Ja. Was hat denn deine Mutter, was hat deine Mutter denn gesagt zu der frühen Hochzeit? Ja, also die hält sich da eher raus. Also was heißt, also die interessiert das nicht wirklich. Mhm. Also der hat sich eher gefreut, sagen wir mal so. Sie hat sich gefreut, aber ansonsten hält sie sich da schon. Ich gehe mal davon aus, dass du eine, haben ja die meisten oder viele, dass du eine allerbeste Freundin hast. Stimmt das? Ja. Ja, was hat die denn gesagt, dass du schon heiratest? Meine beste Freundin weiß das gar nicht. Ich habe meine beste Freundin, die wohnt in Bremen. Und du wohnst in wo? Erftstadt. In Erftstadt, in Bremen. Ja. Wie, und die, du hast ihr das nicht gesagt, dass du heiratest? Nee, ich habe ihre Nummer nicht mehr. Wie, was ist denn das für eine beste Freundin, wenn man die Nummer nicht hat? Ja, ich habe ja, so sehr viel Kontakt mit ihr gehabt und ich habe sie auch vor 4 Monaten, glaube ich, nochmal gesehen oder vor 5 Monaten. Und dann habe ich mein Handy verliehen und das Handy ist abhanden gekommen und seitdem habe ich die Nummer nicht mehr, habe aber auch schon versucht, sie wieder rauszubekommen. Aha, naja. Also, aber nochmal zurück zum Stück, nämlich zur Ehe, dass das nicht so gut läuft. Nun seid ihr verheiratet. Wenn du mich ein paar Wochen vorher angerufen hättest, hätte ich gesagt, Mensch, brems mal und lass die ganze Sache sich erstmal entwickeln. Nun ist es aber passiert. Ja. Du bist sicher, dass er dich liebt? Ich habe ihm vorhin gesagt, er liebt mich nur so viel, wie er es mir zeigt. Also ich weiß es nicht. Manchmal denke ich mir, ja, super, ne, er liebt mich auf jeden Fall. Und manchmal gibt es so Tage, wo dann halt auch einfach gar nichts ist. Ne? Mensch, Marina, weißt du, wie du redest, als wärst du jetzt schon irgendwie 15 Jahre verheiratet. Da würde eine Frau vielleicht dann mir das dann so erzählen. Wenn das nach so kurzer Zeit schon in dieser Situation sich befindet, wie bei euch. Es war ja von Anfang an so, deswegen, es war ja okay, die erste Woche nicht, ne? Aber danach hat es langsam nachgelassen. Er hat auch gesagt, weil er hatte eine 6-jährige Beziehung und die Frau war halt so, die hat in diesen 6-7 Jahren nicht einmal gesagt, ich liebe dich und hat ihn kaum in den Arm genommen. Er hat gesagt, er muss sich erstmal dran gewöhnen. Ich habe ihm dann vor ein paar Wochen auch schon gesagt, ja, dann zeig mir das mehr und dann, ich meine, ich habe gesagt, ich möchte nicht aufdringlich sein, ich möchte ihm, ja, verständlich. Ich möchte auch nicht zu anhänglich sein oder so, ich habe gesagt, ich brauche auch ein bisschen Liebe. Ich finde dein Anliegen völlig, völlig in Ordnung. Marina, ich bin der Auffassung, dass ihr das jetzt aber ganz früh versuchen müsst, in den Griff zu bekommen. Ja, hab ich auch gesagt. Und ich würde euch wirklich dringend empfehlen, obwohl ihr nun gerade so frisch verheiratet seid, mal, wenn es nur ein- oder zweimal ist, mal zu einer Eheberatung zu gehen. Damit vielleicht ein Fachmann euch mal ganz einfach so ein bisschen vielleicht zueinander führt. Vielleicht sind da einfach nur ein paar Knoten zu öffnen und dann funktioniert das. Lass es nicht zu lange schleifen, dann entsteht zu viel Frust und vielleicht auch irgendwann Aggression. Ich habe ja vorhin auch mit ihm drüber gesprochen und hat gesagt, er hat es mir schon zweimal versprochen, was dran zu ändern. Nur ich habe vorhin noch mit ihm drüber geredet und ich habe einfach gesagt, ich hoffe, dass das ändert. Ja. Weil ich liebe ihn ja wirklich und ich habe auch gesagt, er soll nicht erst anfangen zu kämpfen, wenn es zu spät ist. So, das ist meine Rede. Jetzt kriegst du von meiner Psychologin eine Beratungsstelle an die Hand. Ja. Und dann versuchst du ihn zu überreden, dass ihr da mal hingeht und euch einen Termin macht. Ich finde, das ist das Klügste, was man tun kann in der Lage. Ja? Ja. Liebe Marina, du legst auf und Sabine ruft dich an, meine Psychologin. Ja, okay, danke. Schönen Gruß an deinen Mann. Mach ich, danke. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Jasmin. Jasmin ist 32. Guten Morgen. Hallo? Hallo? Ja, Jasmin. Ja, ich bin dran. Ja, ich auch. Hallo. Ja. Jasmin. Gut, ich habe ein paar Fragen an dich. Sehr gerne. Du hörst dich am Telefon ganz anders an als im Fernsehen, deshalb war ich gerade ein bisschen irritiert. Am Telefon klingt man ja immer ein bisschen anders als so. Ja, das stimmt. Ja. Also, leg los. Wie bist du eigentlich zu der Sendung gekommen? Ich höre das jetzt schon eigentlich seit 10 Jahren. Ja. Wie ist das angefangen? Wie hat das begonnen? Diese Sendung ist mittlerweile schon 13 Dreivierteljahre alt und ist installiert worden damals mit der Gründung von 1Live. Und die kleine Vorgeschichte ist, ich hatte in dem Vorsender von 1Live, das hieß damals WDR1, so eine Art Telefonsendung am Nachmittag. Und das lief super. Das war einfach irgendwie super toll. Und dann haben wir damals überlegt, als 1Live dann gegründet wurde, das müssen wir mit in 1Live einbauen.
Und dann hat der damalige Hörfunkdirektor, der Fritz Pleitgen, zu mir gesagt, überlegen Sie mal, wie man das attraktiv machen kann. Und ich kannte von meinen Amerika-Reisen so diese Talk-Radio-Formate, wo die Hosts im Fernsehen und im Radio sitzen und einfach so sitzen und man sich unterhält per Telefon. Und das habe ich dann vorgeschlagen und dann hat man gesagt, okay, wir probieren das mal aus und sind dann mit dem Beginn, mit dem Start von 1Live auch mit dieser Sendung dann direkt in der Nacht um 1 auf den Sender gegangen. Und die meisten haben am Anfang geglaubt, das funktioniert nicht. Aber das funktionierte gleich in der ersten Woche wie eine Eins. Ja, und nun sind über 13 Jahre daraus geworden. Und ich freue mich riesig darüber. Ja, das ist echt toll. Ja. Und du hast vorher schon beim Radio gearbeitet. Ja. Ich habe meine Ausbildung, mein Volontariat im WDR gemacht und habe früher als freier Mitarbeiter bei verschiedenen ARD-Sendern gearbeitet und so von der Pike auf alles gelernt. Ah ja, ich hatte irgendwann mal, auch schon vor Jahren, da warst du, glaube ich, mal bei ARD oder ZDF. Ich hatte irgendwie im Kopf, du hattest irgendwas studiert auch? Ja, Germanistik, oder, Philosophie, Politik. Ah, ja. Okay. Und das hast du dann nebenbei auch noch gemacht? Ja, ich bin fast so eine klassische Karriere. Ich habe als Kabelträger angefangen. Ich musste meine Kohle verdienen nebenher als Student und habe mich damals beim WDR beworben. Ich kannte ja keinen Menschen. Und bekam dann irgendwann nach ein paar Monaten einen Anruf, ja, hier ist ein Job als Kabelträger frei. Und das fand ich super, weil man als Kabelträger gleich dabei ist bei allen großen Fernsehproduktionen. Zwar das letzte Rädchen im Getriebe, aber man war dabei. Bei Rudi Carrell, bei Alfred Biolek, der Sportschau, beim Monitor, bei allen großen Sendungen. Und da habe ich so Blut geleckt, weil ich dachte, das ist irgendwie so dein Metier, da möchtest du rein. Vorher war mir das nicht so klar, was ich machen wollte. Jo, Fragen beantwortet. Ja, noch eine Frage, ja. Ganz kurz. Und dein Menschenbild, ich meine, du hast ja ziemlich viele strange Geschichten schon die ganze Zeit über. Und hat sich das eher verschlechtert oder verbessert durch die Sendung? Na, das hat sich eher, sagen wir mal, verschlechtert. Ah, okay. Ja, das muss man so sagen, wir hier schon in Abgründe hineinschauen, die ich mir vorher nicht so ausgemalt habe. Ich sage das nicht mit Bitterheit, sondern sehe es realistisch. Daneben gibt es aber auch eben sehr, sehr, sehr viele tolle Leute und wunderbare Menschen. Aber so das generelle Bild ist finsterer geworden, ja. Ja, das stimmt. Ich hab auch echt immer mit großen Ohren zugehört, meistens nachts, ne, was die Leute so erzählen. Ja, Jasmin, vielen Dank, Domian. Ja, ich danke für deine Fragen. Schöne Weihnachten, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke dir. Tschüss. So, ihr Lieben, wir machen mal ein paar Takte Musik, denn gleich kommt das Fernsehen dazu und dann machen wir einfach weiter. Liebe WDR-Fernsehzuschauer, euch begrüße ich jetzt auch sehr herzlich. Ich sage willkommen zu den WDR-Fernsehzuschauern. Wir sind ein bisschen später im Fernsehen, bitten das zu entschuldigen. Aber schön, dass ihr jetzt auch da seid. Nun sind wir alle komplett. Heute ist ein etwas besonderer Tag. Wir haben eine offene Sendung. Das heißt, ihr könnt euch bei uns hier melden zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Und wir haben auch ein Thema heute Nacht. Das Thema heißt Fragen an Domian. Wir haben uns nämlich überlegt, ich frage euch das ganze Jahr über ganz viele Sachen, alles Mögliche und Unmögliche. Heute drehen wir den Spieß mal rum. Wenn ihr euch gerne mit mir über mich, meine Person, die Sendung, über Biografisches, was auch immer unterhalten wollt, wenn ihr Fragen an mich habt, nur zu. Ihr könnt alles fragen, ob ich dann auch alles beantworte, das werden wir dann mal sehen. Aber ihr seid herzlich eingeladen anzurufen unter 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Also offene Themen nach, ihr könnt euch auch gerne mit euren Themen melden und wenn ihr Fragen an mich habt, sehr gerne 0800 220 50 50. Und hier ist Sandra. Sandra ist 21. Guten Morgen. Hi. Hallo.
Hallo, Domian. Sandra, um was geht's bei dir? Ja, und zwar habe ich ein Riesenproblem. Ich habe seit 6 Stunden weiß ich, dass ich schwanger bin. Seit 6 Stunden? Ja, ich war heute erst beim Frauenarzt. Ja, wenn es geht, halt mal irgendwie das Telefon ein bisschen klarer zum Mund hin. Das klingt so verwurstelt, wie du redest. Ist so besser? Ja, so klingt es besser. Viel besser. Okay. Also, seit 6 Stunden weißt du, dass du schwanger bist. Genau. Ist das für dich eine freudige Nachricht? Nee, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Warum nicht? Weil ich nicht weiß, wer der Vater ist. Oh. Hast du mit so vielen Sex in der letzten Zeit? Naja, ich gehe gerne in Swingerclubs. Ja. Und da war ich halt vor ein paar Wochen. Ja. Und es wird natürlich da verhütet, das ist klar, aber... Offensichtlich nicht. Ja, doch schon. Man kann sich ja nicht immer hundertprozentig sicher sein, dass das auch alles so gehalten hat wie... Und ich war an dem Abend auch sehr betrunken, muss ich dazu sagen. Ja, und dann kommt halt noch mein Ex-Freund in Frage. Dein Ex-Freund? Ja. Der aber an dem Abend nicht mit in dem Singleclub war? Nein, der war nicht dabei. Nee. Das war ein anderer Abend, da waren wir in der Diskothek und... Ja, und du bist mittlerweile von dem Ex-Freund getrennt. Genau. Daher auch der Ex-Freund. Genau, ja. Oh Mann. Jetzt bist du schwanger und kannst es gar nicht rekonstruieren, wer ist der Vater. Nee, und ich weiß überhaupt nicht, also ich habe es, glaube ich, auch noch gar nicht so richtig gerafft, weil meine Tage waren überfällig, 8 Tage, und dann hat mein jetziger Lebensgefährte zu mir gesagt, ja, dann machen wir doch mal einen Test. Und dann habe ich einen Test gemacht, der war positiv, und dann bin ich sofort zum Frauenarzt gerannt, ja, und die hat mir das dann bestätigt. Ach, es gibt jetzt auch schon wieder einen neuen Lebensgefährten. Ja, genau. Ja. Ich bin etwas, muss ich ja sagen, entsetzt darüber, dass das eventuell im Singerclub hätte passieren können. Ich finde, das ist das absolute A und O, dass man sich, wenn man sich in solche Bereiche begibt, schützt. Schutz. Ja. Keine Entschuldigung mit Betrunken und so, dann trinkt man eben nicht so viel. Also, ja, das ist keine Entschuldigung. Nein, wirklich nicht. Definitiv nicht. Abgesehen von, es geht ja nicht um die Verhütung, es geht ja, ich werde nicht müde, darüber zu reden, es geht halt auch um Schutz, ne? Schutz vor Krankheiten. Ja. Verhütet habe ich auch. Also ich bin ja immer mit meinem Lebensgefährten da, der ist immer dabei. Und er passt auch auf, also tierisch. Und ich eigentlich auch. Aber ich bin mir eigentlich auch fast sicher, dass mein Ex-Freund es ist. Bloß man kann es ja immer nicht hundertprozentig sagen. Vielleicht ist das Kondom geplatzt oder ich habe keine Ahnung. Ach, als du da in dem Swingerclub warst, war dein jetziger Lebensgefährte dabei? Der war dabei, ja. Ach so. Und war der auch so betrunken, dass der nicht genau wusste, sich nicht mehr erinnern kann, was da los war? Nee, das nicht. Aber man kann halt immer, weil es gibt ja auch Männer, die ziehen ihn dann ab oder so, und ich guck dann oder fass dann auch mal ran und guck nach, ob noch alles in Ordnung ist. Ja. Und dann, wo ich das gemacht habe, war auch noch alles in Ordnung. Wie ist denn so deine Grundhaltung jetzt? Ich meine, das ist ja frisch, 6 Stunden erst. Deine Grundhaltung, möchtest du das Kind haben? ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe keine Ahnung. Also meine jetzige Situation ist nicht die beste. Sagen wir mal, ich habe meine Ausbildung jetzt fertig gemacht und bin jetzt aber arbeitslos. Ja. Ja, also lebe quasi von Hartz IV und... Ja. Bin jetzt schwanger, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich jetzt machen soll. Was, weil dein jetziger Lebensgefährte weiß das? Der weiß das, ja, der sitzt auch gerade neben mir. Ah ja, wie hat er darauf reagiert? Wie er darauf reagiert hat, er war geschockt und hat gar nichts gesagt. Gib ihm mir doch mal eben kurz, wenn er mag. Ja, mach ich. Jetzt kommt der Lebensgefährte von Sandra. Hallo. Hallo, wie heißt du? Ich bin der Peter. Peter. Peter, das war ein Schock, oder? Das war ein Riesenschock. Ja. Ich habe ja heute Mittag zu ihr gesagt, jetzt bist du 8 Tage drüber. Und ich habe dann zu ihr gesagt, wir fahren jetzt zur Apotheke holen, so einen Test. Mhm. Und das haben wir gemacht und ich war wirklich von Socken. Ja. Diese Tests aus der Apotheke, wie sicher sind die? Das habe ich die Apothekerin auch gefragt. Ja. Was sagt die Apothekerin? Sie sagt nahezu 100%. Also, du warst bei diesem ominösen Abend im Singerclub dabei. Ja. Warst du auch betrunken? Hackedicht. Hackedicht. Mein Gott, seid ihr wahnsinnig. Ich habe gerade schon zu Sandra gesagt, ich weiß nicht, ob du es mitgehört hast, dass das ja das A und O ist, wenn man in den Singerclub geht, dass man... Hallo?
Jetzt ist die Leitung gebrochen. Das tut mir sehr leid. Wir versuchen mal Sandra nochmal zurückzurufen. Wenn sie nicht in die Sendung kommt, dann bitte ich aber Sandra auf jeden Fall an meine Psychologin zu schicken. So, jetzt geht's weiter mit Vanessa. Vanessa ist 32 Jahre alt. Vanessa, hallo. Achso, da muss ich vielleicht doch mal drücken hier. Vanessa. Hallo Vanessa. Hallo? Ja, hallo Domian. Jetzt habe ich dich gar nicht in die Leitung gedrückt und schon angesprochen. Vanessa, ja. 32 Jahre, schön, dass du da bist. Ja, danke, ich freue mich auch sehr. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Reden wir über ein Thema, das dich betrifft, oder hast du Fragen an mich? Nee, ich habe konkrete Fragen an dich. Sehr gerne, leg los. Und zwar hast du letztens in der Postecke berichtet, dass du ja bisexuell bist. Ja. Und dazu habe ich ein paar Fragen. Bitte. Und zwar, bist du jetzt in einer Beziehung? Oder? Nein, ich bin solo. Okay, ja. Aber warst vorher wahrscheinlich in einer Beziehung? Ja, sehr lange, ja. Genau. Wie lange war das ungefähr? 12 Jahre. 12 Jahre. Mhm. Mit einem Partner? Ja. Weil das verwundert mich so sehr. Warum? Was war das denn? Für ein Mann oder Frau? Ein Mann. Ein Mann. Ja. Weil du sagst ja, du bist eigentlich bisexuell. Ja. Hast du da nicht irgendwie was vermisst in der Zeit? Weil doch eigentlich wärst du doch dann nicht mehr für die Zeit. Ach so. Man sagen kann. Jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Ja. Na, das ist ja immer wahnsinnig, dass die Leute denken, wenn man bisexuell ist, ist man promisk. Das ist doch Quatsch. Also wenn man sich als Bisexueller für einen Mann oder für eine Frau entscheidet, wenn man in einer Beziehung ist. Ja. Ja gut, man würde vielleicht auch irgendwie andere Gedanken haben, aber die hat man ja auch, wenn man rein heterosexuell ist, hat man ja vielleicht auch mal Nebengedanken, dass dann, man über andere nachdenkt. Also überhaupt nicht. Ist mir auch immer sehr, die Fragestellung ist mir bekannt. Das haben mich schon ein paar Leute gefragt. Ja, das ist eine seltsame Vorstellung von Bisexualität, dass man dann denkt, ja, die müssen ja immer alles haben und es muss alles rundherum befriedigt werden. So Quatsch, wenn ich mich auf einen Menschen einlasse, wenn ich einen Menschen liebe, liebe ich den Menschen. Punkt. Und es wird absolut nichts unterdrückt. Also, dass da eine Seite der Sexualität sozusagen fehlt. Weil die andere Sexualität, also die Hetero zum Beispiel in deinem Fall, wurde dann ja nicht ausgelebt über 12 Jahre. Nee, das ist dann halt so, das war dann halt so. Zumal ich eher zu Männern tendiere als zu Frauen und in Herzensangelegenheiten ich mich in Männer verliebe. Ich finde Frauen sehr attraktiv und sexuell anregend, aber so eine Beziehung zu einer Frau im Moment könnte ich mir das nicht vorstellen. Das sind dann eher so kürzere Sachen, oder? Genau, ganz genau. So Affären eher? Ja, oder Sexgeschichten, ja. Sexgeschichten. Aber im Moment bist du gar nicht verliebt, oder? Nein. Nein. Sagte er so ein bisschen zögernd. Nein. Das kam sehr zögerlich. Ja. Das hört sich aber ein bisschen so an. Sagen wir mal so ein bisschen interessiert. Okay. Aber noch weiter wollen wir jetzt nicht in die Schublade reingreifen. Ja, noch eine Frage. Warst du denn eigentlich auch mal verheiratet? Nein. Das war ich nicht. Okay. Und Kinder? Ist da irgendwann ein Wunsch aufgekommen? Ja, das ist ein interessantes Thema. Früher hat mich das überhaupt nicht interessiert. Und jetzt ihr? Na, da habe ich immer gedacht, ach nee, das ist mir alles so, dieses behindert mich in meinem Leben und ich will frei sein und so. Und dann kam aber so vor, ich will mal sagen, so vor 5, 6, 7, 8 Jahren, kamen so Gedanken, dass ich das doch eigentlich sehr schade finde. Ja. Ich glaube, dass das eine große Lebensbefriedigung ist, ein Kind zu haben. Auch eine Sinngebung auch. Dass man ein Kind hat. Aber nun gut, es können nicht alle Kinder haben. Und ja, aber es kann auch noch sein. Also, ja, wobei ich da... Als Mann geht's immer. Ja, aber ich würde nicht gerne so ein zu sehr alter Vater sein. Ach so. Weißt du, das finde ich irgendwie, das ist nicht so meine Vorstellung. Aber ja. Wer weiß. Ja, du schwärmst ja auch immer so von so langen Beziehungen, die so ein Leben lang halten und so. Deswegen bin ich so darauf gekommen, auf dieses Thema auch. Weil ich mir dachte, ich schwärme davon. Weil der Ansatz halt da ist, dass du immer sagst, also nicht, dass das spießig wäre oder so, weil ich lebe auch in einer langen Beziehung. Aber dass man doch immer noch denkt, wenn jemand sagt, er ist so bisexuell oder so, dass er dann öfters die Partner halt wechselt. Aber das Thema ist dann jetzt geklärt. Also. Das mag es sicher auch geben. Aber es gibt in jeder sexuellen Orientierung immer alles. Weißt du, jede Variante, das wissen wir hier in dieser Sendung ja nur zu gut. Also,
Nein, das, was meine Person betrifft, habe ich dir gerade klar beantwortet. Ja, du sagst, ich sage oder träume von langen, lebenslangen Beziehungen. Das finde ich auch sehr schön. Aber ja. Ich bin auch Realist genug, um zu wissen, dass das nur sehr selten funktioniert. Und ich kenne, ja, eigentlich muss ich sagen, kein einziges Paar, was sehr, sehr lange zusammen ist, wo ich so das Gefühl habe, so im Bekanntenkreis, wo ich das Gefühl habe, das ist richtig toll noch. Sondern da sind dann irgendwelche Zwänge im Spiel, dass man zusammenbleibt und so weiter. Aber es wäre doch sehr schön. Es wäre sehr schön, das ist sicher ein Ziel und ja, ein Traum, ja. Dann wünsche ich dir das doch noch. Dankeschön, sehr nett von dir, Vanessa. Und vor allem auch frohe Weihnachten. Ja, auch. Alles Gute. Wiederhören. Okay. Tschüss. 0800 220 5050, freie und offene Themennacht und unser Thema heute als Zusatzthema quasi Fragen an den Moderator, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, über mich, über meine Sendung, über meine Biografie, was auch immer, meldet euch. Heute ist mal die Chance dazu, da ich ja das ganze Jahr euch befrage und jetzt so zum Jahresausklang haben wir gedacht, machen wir es mal so rum. Hier ist ein junger Mann und der heißt jetzt habe ich mich verdrückt. Das ist der Lars. Lars ist 26. Hallo Lars. Ja, hallo Domian. Hallo. Lars. Schön, dass du da bist. Ja, schön. Endlich, dass ich dich auch mal mal sprechen kann. Ja. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner tollen Sendung, die ich ja auch schon ein paar Jahre mit kleinen Unterbrechungen verfolge, aber trotzdem Vielen immer Dank. Wieder toll. Vielen Dank. Ja. Hast du ein Thema oder eine Frage an mich? Ja, eine Frage, na gut, vielleicht auch zwei Fragen. Mhm. Meine Frage ist erstmal Richtung Politik. Mhm. Was hältst du von Angela Merkel? So, was ich von Angela Merkel halte? Ja. Da fällt mir etwas sehr, eine sehr, sehr lustige Anekdote zu ein. Ich habe Angela Merkel mal kennengelernt. Mhm. Das ist aber schon sehr lange her. Da war sie gerade Jugendministerin im Kabinett Kohl geworden. Oh Gott, das ist ja doch... Das ist wirklich sehr lange her. Das war so in Anfang der 90er Jahre. Und ich hatte damals im Radio, hier im Westdeutschen Rundfunk, so eine, auch eine, ja, das war so eine Talksendung, wo auch junge Leute anrufen konnten. Und da war das Prinzip, da sitzt jetzt ein prominenter Mensch, also in dem Fall dann die Ministerin. Und ich habe mich mit der unterhalten und es konnten auch dann, so wie heute, Leute anrufen und die Ministerin fragen. Und naja, wie das so ist, wir hatten uns dann im Funkhaus hier verabredet und gingen zum Studio. Und Angela Merkel hatte zwei Berater bei sich. Und diese beiden Berater, das waren irgendwelche Beamten, hohe Beamten aus dem Ministerium. Und die Beamten wollten mit in das Studio, damit die Beamten der Ministerin vielleicht das eine oder andere zuflüstern konnten, falls irgendwelche Fragen offen bleiben. Und das war mir nicht angenehm. Und dann habe ich sie so, das ist aber wirklich wahr, da habe ich sie so in den Arm genommen und habe gesagt, Frau Merkel, das schaffen wir beide doch alleine, oder? Und dann guckte sie mich so an, naja, wenn Sie meinen, dann wollen wir das mal versuchen. Und dann haben wir bald das wirklich geschafft. Und ich bin völlig platt, muss ich dir sagen, dass diese Frau, die damals eigentlich sehr, sehr, eigentlich sehr sympathisch, aber sehr schüchtern rüberkam bei mir, dass die so eine Karriere gemacht hat. Ich finde das spektakulär. Wirklich, ich finde es spektakulär. Vor gar nicht so langer Zeit kannte man sie nicht und sie kommt aus Ostdeutschland. Sie war damals unverheiratet, sie ist evangelisch und ist dann plötzlich die Chefin der CDU und Bundeskanzlerin. Also ein schönes Symbol auch für das zusammengewachsene Deutschland kann es eigentlich gar nicht geben. Ich muss natürlich sagen, ich bin bekennender SPDler. Ja. Seit meiner frühesten Kindheit, weil ich mein dringendstes Erlebnis war mit dem ehemaligen Kanzler, Herrn Schröder. Ja. Der wohnte bei uns im Nachbarort. Ach, guck. Ja, und ja gut, sagen wir es mal so, der wohnte bei meiner Großmutter Tante auf der gleichen Straße, nur 50 Meter Luftlinie von denen. Dadurch hat man ja dann zu den Leuten ja auch die Kontakte gehabt. Da kann man schon mal ein bisschen spinksen, wie die sich so benehmen, wie die im Garten liegen und wie es da so zugeht. Wobei aber lustig war ja, der ging ja damals, war er Ministerpräsident, da denkt man ja gut mit seinen Schränken, wie ich immer sage, also Bodyguards spazieren, aber Pustekuchen, der ging da ganz alleine mit seinen beiden Schäferhunden spazieren. Ah, ja. In der Feldmarkt, ja, wir Jungs, wir waren vielleicht 9 oder 10 Jahre alt, konnten sich mit ihm ganz normal unterhalten. Aber das war sicher anders, als er den Bundeskanzler war. Da ging das nicht.
Bundeskanzler habe ich nicht mehr kennen. Ja, da geht das leider dann nicht ohne Begleitschutz. Das wäre zu gefährlich. Ja. Nochmal eine andere Frage. Mhm. Kennst du, ich bin jetzt in dem Bereich ein bisschen tätig, Sledge-Eishockey? Nee. Sledge-Eishockey? Genau. Nee, ich bin nur auch nicht so der Bewanderte in Sachen Sportarten und so. Eishockey kennst du ja? Ja gut, ich kenne es, aber ich weiß auch nicht mehr darüber. Ich werde dir mal, weil in Köln, ich glaube, du bist ja in Köln ansässig, ja. Werde ich dir mal eine E-Mail schicken an deine Redaktion mit einem Link und einem Spieltermin. Wir spielen die Ice Lions Langenhagen. Ach so, du bist ein Eishockeyspieler. Nein, ich bin kein Spieler. Ich mache da mal ein bisschen, zwischendurch mal ein bisschen Werbung. Ach so, und wir spielen im Februar spielen wir in Wiel bei Köln. Okay, dann schicken wir mal eine Mail. Genau. Und gucken wir mal. Dadurch dich dann wir haben ja auch hier ganz Berühmte in Köln. Das sind die Haie, ne? Ja, genau. Ja. Genau. So, ja, Lars, das war's. Genau. Dann danke ich für dein Interesse und schöne Weihnachten wünsche ich dir. Jo, danke dir. Alles Gute, tschüss. Jo, schöne Grüße, tschüss. Jo, 0800 220 50 50. Oder mailen domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte unbedingt eure Telefonnummer reinschreiben. Ganz dringend, muss ich immer wieder sagen, wird leider oft vergessen, damit wir euch ja auch zurückrufen können. Sonst ist das ja alles so kompliziert. Herzlich willkommen, sage ich, zu Rainer. Rainer ist 57. Hallo, Rainer. Schönen guten Abend, Domian. Ja, hallo, guten Abend. Ich habe ein Herzschmerzproblem. Es geht um unsere Tochter und da ist die Frage, die ich beantwortet haben möchte oder gerne möchte, ob ein Vater einer 23-jährigen und damit erwachsenen Tochter noch ins Leben reinreden kann, wenn er ganz tiefe, ernst gemeinte Probleme sieht, die da sind und die nur schlimmer und nicht besser werden können. So, hat man das Recht oder sogar vielleicht die Pflicht? Ja, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen Butter bei die Fische tun. Was ist denn da los? Butter bei die Fische, ich sag's in 4-5 Sätzen die Geschichte. 2004, Feststellung von Lungenkrebs bei mir. Ich bin arm, ich habe kein Geld. Ich kann nichts an meine beiden Frauen vererben, habe ich gesagt. Also vererbe ich mein Wissen und meine Kenntnisse. Mhm. Habe auf den Namen meiner Tochter damals schon dann ein Fischrestaurant gegründet. Das lief 2 Jahre mehr schlecht als recht. Nach 3 Jahren hatten wir die Schulden alle abbezahlt und es sah gar nicht schlecht aus. Mhm. Nicht, dass man jetzt Tausende hätte verdienen können, in dem Moment noch nicht, aber es sah gut und positiv und so weiter aus. Mhm. Ende Oktober 2007 lernt sie einen jungen Mann kennen, der von der Partei Pro Hannover, das ist so eine, Pro Hannover heißt sie? Ja, es gibt ja auch Pro Köln zum Beispiel. Ach so, das ist so eine eher rechts, also eher heftig rechtsorientierte. Die Folgeparteien der Republikaner. Ja. So, und die hatten sich dann Raum gemietet und da hat er meine Tochter kennengelernt. Es dauerte eine Woche, dann zog er bei uns oben ein. Er hat seine Frau und seine 2 Kinder verlassen. Eine Woche später, wir wohnten oben drüber über dem Lokal, alle zusammen, hatten jede Menge Zimmer. Tochter hatte ihre eigenen 2 Zimmer, stand am Wohnzimmer, bedrohte mich mit einem hochroten Kopf und schrie darum, entweder schießt er mir eine Kugel im Kopf oder er schickt mir morgen seine braunen Soldaten auf den Hals, wenn wir bis morgen nicht verschwunden sind. Ausschluss. Wie, ihr solltet aus dem Haus verschwinden? Richtig, korrekt. Also eurem Haus verschwinden? Nein, das war nicht unser Haus, das war ein gepachtetes Objekt. Okay, aber ihr wohntet da drin? Wir wohnten da oben. Ihr solltet aus eurer Wohnung verschwinden? Richtig, aber weil ich ja nun nicht damit rechnete, dass ich noch allzu lange lebe, das alles schon so gedoktert, dass das alles auch meine Tochter zugelassen war. Also das war alles über meine Tochter. Ach so. Und somit hatte ich also kein Recht zu bleiben. Ich hätte es nicht durchsetzen können. Warum ist er denn so aggressiv dir gegenüber aufgetreten? Einen Tag vorher gab es ein Gespräch unten in der Küche. Ich hatte ja gekocht. Und dann hat er ihr befohlen, mir zu sagen, dass sie sofort die Konfession abmeldet. Sie möchten auswandern. Ach so. Nach Paraguay. Ach so. Dann hat sie auch, und ich sage, nachdem wir dann raus waren, wir sind dann auch sofort den nächsten Tag rausgezogen. Nur mit Anziehsachen, also mit Bekleidungsstücken und sanitären Sachen. Wie, das hat die Tochter zugelassen? Das hat sie zugelassen, dass ihr raus, dass ihr jetzt die Eltern und der schwerkranke Vater raus aus der Wohnung gingen. Wo seid ihr da hingegangen? Wir haben gute Freunde und eins hat sein Zimmer bei seinen Eltern freigemacht und ist zu seiner Freundin gezogen und da kriegten wir Unterschlupf, vernünftigen Unterschlupf und waren gut aufgehoben. So, jetzt lassen wir mal einen gleichen Schlenker in die jetzt
Zeit in die Gegenwart machen. Wie ist die Lage im Moment? Es ist jetzt genau ja ein Jahr vergangen, mehr oder weniger. Ich habe dann nie wieder, also ich habe die ganze erste Zeit nichts gehört. Ich habe mir Sorgen um meine Tochter gemacht. Sie ist eine hübsche Frau. Moment, ich muss immer wieder unterbrechen. Eure Tochter hat sich dann nicht um euch gekümmert, wo ihr geblieben seid, wie es euch geht? Nein. Obwohl sie wusste, dass du todkrank bist? Ja, nur damals ging es mir noch besser. Ich habe ja jeden Tag vor das Programm gekocht. Ich habe ja meine 16, 18 Stunden habe ich ja gearbeitet. Aber die Diagnose stand ja schon fest. Die stand fest, ja. So. Und ich hatte an dem Tag auch gerade die Fachärzte sagen Knollspalt. Das war also eine Halbkoller, also die rechte Lunge ist kollabiert. Das heißt also Lunge zwischen Luft zwischen Lunge und Rippen. Und da konnte ich also gar nicht atmen. Also ich hatte auch überhaupt keine körperliche Möglichkeit. Okay, ich merke, dass es dir sehr schlecht gegangen ist, so schlecht geht. Wie ist der Ist-Zustand? Der Ist-Zustand ist, dass sie sich nicht gemeldet haben. Wir irgendwann vom Gericht vom einen Anwalt von den beiden kriegten. Das war Mitte des Jahres 2008. Wir dürfen nicht näher als 200 Meter ran und dieses tägliche Besuchen und Aufsuchen. Ich bin da nie gewesen. Unsere Tochter hat mal meiner Schwiegermutter geschrieben und hat sie vollgelogen, was ich von meiner Tochter gar nicht kenne. Sie hat jetzt sich getrennt wieder von ihm und ist solo und lebt in ärmlichen Verhältnissen. Ach, sie ist jetzt von ihm wieder getrennt? Nein, das stimmt ja letztendlich. Ach so, das stimmt ja gar nicht. Sie hat geschrieben und sie könnte auch eine Lehrstelle übernehmen, bloß sie bräuchte da 3.000 Euro für. Klang schon dämlich, aber ich hatte mich im Prinzip gefreut und bin dann das allererste Mal am nächsten Tag hingefahren, um meine Tochter abzuholen. Ja. Ich wusste mittlerweile, wo sie wohnen, durch Bekannte, also ja. Das haben die dann für mich alles ermittelt, um sie zum Essen abzuholen. Und wer mir aus dem Fenster entgegenbrüllte, war dann er. Aber er war dann zu feige, die Tür aufzumachen und so musste ich unverrichteter Dinge wieder gehen. So, was ist jetzt deine konkrete Frage? Ja, meine konkrete Frage ist, es geht bergab. Wir haben Goodwill gezeigt. Wir haben gesagt, okay, Eltern müssen verzeihen können, ihren eigenen Kindern sowieso. Mhm. Und unsere Tochter schrieb uns mal im Juli einen Brief. Der war auch ganz lieb geschrieben. Und sie würden uns verzeihen und würden auch gerne in den Kontakt wieder. Und ob wir nicht nach Bayern ziehen wollten und... Sie haben dann Gasthof übernommen, der läuft ganz gut. Und hat die Tochter im Juli geschrieben? Einen Brief geschrieben. Mhm. Dann sind wir da gewesen die Woche. Mittlerweile ging es mir natürlich, da hatte ich dann schon ein halbes Jahr Chemo hinter mir. Und ja. War schon. Wie war es denn da? Die Chemo? Nee, wie war es denn da bei der Tochter? Furchtbar. Ich habe ganz klar gesagt, ich bin hier nicht der Chef. Ich ordne mich meiner Tochter unter. Meine Frau bügelt die Hotelwäsche. Da waren so 5 Zimmer noch mit dabei. Macht die Tischwäsche. Okay, und also das war nur im Hintergrund. So, was ist die konkrete Frage jetzt? Zu mir ist meine Tochter herzallerliebst gewesen. Sie hat mir immer Frühstück gemacht. Sie hat mir über den Kopf gekrault. Weil Entschuldigung. Aber wenn er auftauchte, dann war das vorbei. Dann hat er rumgeschrien und, ja. Und ich habe alles falsch gemacht und ich mische mich in das Lokal ein und was nicht. Also fing wieder mit seinem rechtsradikalen Scheiß, Entschuldigung, dass ich das so sage, an. Okay, Rainer, das habe ich jetzt alles verstanden. Wir sind zum Geburtstag angefahren, zum 30. Du hast ja am Anfang gerade so, als das Gespräch begann, so abstrakt eine Frage formuliert. Was bedrückt dich denn jetzt? In welchem Zwiespalt bist du? Mich bedrückt. Gerade sie nicht. Und wir sind am 30. August hatte sie Geburtstag, wir sind am 29. mussten wir fahren. Meine Frau hat da rausgeschmissen, wieder mal. Und ich bin dann auch mitgefahren. So, also das war dann schon wieder mal so weit, dass er uns rausgeschmissen hat, wo wir nichts machen konnten. Wir wollten nur helfen. Wir wollten wirklich den beiden, ich denke, naja, vielleicht ist er ja gar nicht so oder man kann noch ein bisschen dran biegen. Dann sind wir weggefahren und dann hieß es, kriegte ich eine Mail. Wir konnten zum Geburtstag nicht mal anrufen. Mit diesem Pack will er nichts mehr zu tun haben. Also uns. Okay, das habe ich alles verstanden. Versuch doch jetzt mal die Frage mir zu formulieren, vor der du jetzt im Moment aktuell stehst. Die ist einfach. In der Woche, wo wir da waren, hat er uns erzählt, dass sie in Paraguay 1000 Kilometer unterwegs mit dem Bus gefahren sind, durch Brasilien und Paraguay. Meine Tochter hat mir dann mal heimlich, wo er mal nicht zuhörte, gesagt, ja, da hat er sie mal mitten im Bus alleine gelassen, war auf einmal verschwunden. 2 Tage später wäre er wieder da gewesen. Das würde er übrigens regelmäßig mal machen, auch in der Vergangenheit. Und
er will dieses Lokal nur, er wollte nichts, er will keine Steuern zahlen, er wollte alles anmahnen lassen, er will nur ein Jahr lang Geld verdienen, will 50.000 Euro zusammensparen und dann will er mit unserer Tochter nach Paraguay. Und du stehst... Angst, ey, wenn ich jetzt nicht irgendetwas mache, sie lebt unter Druck. Moment, Rainer, wir kommen nicht weiter, wenn ich nicht richtig verstehe, in welchem Konflikt du stehst. Was meinst du, wenn du irgendetwas machst? Was meinst du? Ich habe 1000 halbkonkrete Sachen im Kopf. Das reicht von, ja, ich will das jetzt gar nicht sagen, aber... Na, sag's mir mal, damit ich ein bisschen verstehe, wo, was... Ich bin ein Straftäter, aber ich würde am liebsten hinfahren, ich kann mir Spritzen geben lassen, es gibt so gewisse Spritzen, dann ist man nochmal für einen Tag oder zwei Tage so weit fit, dass man sowas machen kann. Ich muss die beiden trennen, auf die Gefahr hin, dass sie meine Tochter mich dann hasst. Im Moment tut es nicht. Bist du denn überhaupt in der Lage, du sagst, ich muss die beiden trennen. Kannst du denn überhaupt die beiden trennen? Wird deine Tochter das zulassen? Er hat sie fest im Griff, ich weiß es nicht. Ja, das ist ja die Frage. Ich müsste es versuchen. Ja, wie würdest du es denn versuchen wollen? Mich einzumischen. Ja, wie denn? Wie denn noch? Es ist doch schon so eskaliert und es ist doch so kaputt, das Verhältnis. Was könntest du denn noch tun? Ja, dass ich mir den Jungen mal zur Seite nehme und sage, pass auf, bis hierhin und nicht weiter. Hast du das noch nie so gemacht? Nein, das habe ich nicht so gemacht. Warum nicht? Er würde mich ja aus dem Lokal schmeißen, er hat ja Hausrecht da. Ja, das wird er wahrscheinlich dann wieder tun. Das wird er immer wieder tun. Das heißt, ich müsste ihm irgendwo auflauern und dann kommen wir in die kriminelle Schiene rein und... Weißt du, Rainer, das ist wirklich eine traurige Geschichte. Aber ich muss dir mal ganz ehrlich sagen, wenn deine Tochter das mitmacht, abgesehen von diesen ganzen Unappetitlichkeiten, was das Politische anbelangt, um es mal gelinde auszudrücken, wenn deine Tochter das mitmacht, dass er ihren Vater und ihre Eltern so behandelt, ist das ganz dramatisch, finde ich. Und die ist eine 23-jährige junge Frau. Was willst du denn da noch machen? Hört auch immer wieder von Frauen, die lassen sich schlagen und verlassen ihre Männer nicht. Die erdulden jahrelange Peinigung, und man stellt sich auch immer die Frage, warum entscheiden die Frauen nicht früher? Ja, die Frage ist auch sehr berechtigt. Irgendwann wird meine Tochter das merken. Irgendwann. Ja, aber die Frage ist, ich vermute mal, so wie du mir das jetzt ansatzweise erzählt hast, wahrscheinlich ist das ja eine Riesengeschichte, die dahinter steckt. Was du mir jetzt ansatzweise erzählt hast, dass du da überhaupt keine Chance hast, dazwischen zu funken. Dass in dem Moment, wo du was machst, die Fronten sich noch mehr verhärten. So traurig das ist, wahrscheinlich bleibt dir und euch gar nichts anderes übrig, als euch zurückzuziehen und den Dingen ihren Lauf zu lassen. Die Tochter weiß, dass ihr sie liebt, dass du sie liebst und dass sie zu euch kommen kann, wenn sie es entscheidet. Das weiß sie auch. Ja, das ist wichtig. Also dieses könntest du, ich weiß nicht, wie klar du es ihr schon ausgedrückt hast, nochmal klar ausdrücken. Aber darüber hinaus trägt sie die Schuld und die Verantwortung für das Desaster, finde ich. Nicht du, nicht ihr. Und deine Hände sind gebunden, du bist ein schwerkranker Mann. Naja, ich bin auch so weit gegangen, weil die Ärzte mir nun am 9.12. gesagt haben, das ist das wohl wahr. Also ich werde die Weihnachten nochmal schön machen und Chemo wäre jetzt, soll ich mir ersparen, die Schmerzen. Das hat alles keinen Sinn mehr. Mhm. Ich gebe ganz ehrlich zu, hinfahren, ihn erschießen und weg. Und ob ich nun im Gefängnis sterbe oder nicht. So, das kann ich nicht. Nein, so, ich kann kein Mensch. Nein. Ich bin noch nie straffällig geworden. Ich will das auch nicht mehr werden. Aber verstehen Sie, die Gedanken kommen manchmal schon. Die verstehe ich. Ja, man gut. Man ist verzweifelt. Ja, man ist verzweifelt, ja. Pass mal auf, Rainer. Ich möchte mal, dass wir das Gespräch im Hintergrund noch mal ein bisschen ausführlicher fortsetzen. Dann stehen wir nicht unter so einem Zeitdruck, da das ja eine große und komplizierte Geschichte ist und du wirklich darunter sehr leidest. Ja. Werden wir dich jetzt nochmal zurückrufen und quasi unter zwei Ohren dann nochmal mit dir sprechen. Einverstanden? Ach, das wäre sehr nett. Ja, das machen wir sehr gerne, Rainer. Na prima. Also, dir wünsche ich sehr viel Kraft. Dir wünsche ich sehr viel Kraft und alles Gute. Vielen Dank. Und im Vorfeld schon mal frohe Weihnachten und guten Rutsch. Danke. Dir auch, Rainer. Ja. Auf Wiederhören. Danke erstmal. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Und hier ist die Efi, und Efi ist 57. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Efi. Ich habe eine Frage, und zwar, glaubst du immer die Geschichten, die dir da, naja, ich sag mal so ab und zu aufgetischt werden? Jetzt mal ganz im Ernst. Ja, ganz im Ernst, Efi, will ich dir sagen,
Ich will mal eine Zahl nennen. Zu 98% ja. Aha. Auch wenn sie manchmal sehr abstrus klingen. Ja, so wie gestern. Mit dem Mann oder vorgestern. Ja, genau. Ganz genau. Der da verhaftet worden ist. Ja, ja. Mit dem Brand. Oder der Striptease-Tänzerin. Mit 14 Striptease angeblich getanzt. Nee, das hat sich noch klargestellt. Das war dann doch 16, weil sie ein bisschen älter wurde. Naja. Mit 3 Ausbildungen. Na, egal. Weißt du, es gibt manchmal kuriose Geschichten, wo ich dann auch im ersten Moment hier ein bisschen so innerlich zusammenzucke. Mhm. Nun weiß ich aber, dass meine Mitarbeiter mir, wenn es sehr kurios ist, erst etwas hier draufstellen, was auch wirklich sehr abgeklopft wurde. Naja, okay, gut. Dennoch. Aber manchmal denke ich, es kann ja eigentlich gar nicht hinhauen. Auch manche Daten und Angaben stimmen nicht so ganz. Will ich auch noch was sagen. Mit den Daten und Angaben sind die Leute manchmal auch aufgeregt und die verwechseln schon mal die Zahlen oder ist ein Zahlendreher drin. Dennoch passiert natürlich, ist immer wieder mal bei einer täglichen Sendung, ist das gar nicht auszuschließen, dass ja auch mal ein Mogler reinrutscht. Ja, genau. Weil ich könnte mir ruhig durchaus vorstellen, dass manche Leute vielleicht mal im Fernsehen gehört werden wollen und sich irgendeine Geschichte ausdenken. Ja, ja, klar. Das kommt bestimmt vor. Deswegen sitzt ja auch so ein gutes Team bei mir im Hintergrund, die Fälle vorher abklopfen. Wenn das nicht wäre, dann ging das gar nicht. Dann wird es gar nicht funktionieren. Gut, das war eigentlich schon meine Frage. Das war schon eine Frage. Jawohl. Schon. Ach, vielleicht noch ganz kurz. Ja. Findest du den Raab auch so cool wie ich? Ja, ich bin ein gerner, also ich sehe gerne Stefan Raabs Sendung, definitiv. Ja. Ich gehe auch gerne zu ihm in die Sendung. Und ich meine, er polarisiert, das ist klar. Ja, also ich finde auch seinen Humor gut. Aber er ist natürlich ein großartiger Entertainer. Und eine Wahnsinnsaktivität an den Tag legt, das finde ich total cool. Ich habe mal mit ihm gesprochen darüber, ich sage, wie schaffst du das bloß? Ja, du hast eine tägliche Sendung, du hast eine eigene TV-Firma, eine Produktionsfirma und du hast diese Events an dem Wochenende immer noch. Ja. Und da sagt er so zu mir, das ist für ihn gar nicht so viel, er empfindet das gar nicht als große Belastung, sondern das ist für ihn sehr motivierend und positiver Stress. Ja. Also ich finde es auch wahnsinnig. Also es ist ein. Aber zusammenleben oder verheiratet sein möchte ich denn doch nicht mit ihm, der ist ja wahrscheinlich nie zu Hause. Ja, okay. Ja, Efi, alles klar. Dann danke ich dir und wünsche dir schöne Weihnachten. Ja, ebenfalls. Guten Rutsch. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. Und weiter geht's mit Stefan. Stefan ist 28. Hallo Stefan. Jo, hallo Domian. Stefan. Also, schön, dass du da bist. Das Erste, was ich mal loswerden möchte. Bitte. Ich finde es absolut grottig, dass immer die Sendezeiten von der Sendung verschoben werden. Im Fernsehen wird immer abgeknapst. Ja, das passiert manchmal, wenn wir Live-Sendungen vorher im Wiederfernsehen haben. Ja. Das hat nichts mit meinen Fragen zu tun, aber das wollte ich mal vorweg sagen. Das geht mir richtig auf den Keks. So, das Zweite. Du hast irgendwann mal im Zusammenhang in einer Sendung gesagt, da hatte jemand angerufen, da ging es wohl um ein Beziehungsproblem oder sowas, dass du wohl sehr viele Jahre um irgendjemanden gekämpft hättest. Ich glaube, die Zahl 8 Jahre wäre gefallen oder so ähnlich. Nee, so schlimm so schlimm war es dann doch nicht. Ich glaube, es waren so 5 Jahre, ja. 5? Ja. Ich hatte das doch schon höher im Kopf. Ja. Ich wollte nur wissen, natürlich jetzt nicht im Detail, aber ist das positiv ausgegangen oder negativ? Ja, das ist dann positiv ausgegangen, hat aber nicht so lange gehalten. Ach so. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich war dann sehr jung noch. Das ist, also das war zu lange. So lange sollte man nicht um jemanden kämpfen oder auf jemanden warten oder sich um jemanden bemühen. Aber ich war halt unerfahren und wenn man jung ist und verliebt ist und liebt, das war nicht nur verliebt, das war schon tiefe Liebe, dann dachte ich, du musst einfach warten und du musst es immer wieder versuchen. Im Nachhinein war es sicher bisweilen auch penetrant und ich würde mit meiner heutigen Erfahrung sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, manch eine Aktion war schon ein bisschen bescheuert. Mhm. Aber was macht man nicht alles, wenn man verliebt ist? Ja, nee, das kennen wir alle, darum, ja. Das ging darum, ich glaube, ich will es jetzt nicht abwertend sagen, aber die diversen Leute, Anrufer, die dann halt dieselben Themen durchmachen, sage ich mal, ja. Die das dann auch gesagt haben, dass die jemand 2, 3, 4, 5 Jahre hinterherlaufen. Ja. Ja. Ja, und da hast du das, glaube ich, mal so draus gesagt gehabt, sein, in diesem Zusammenhang. Dann habe ich noch was anderes. Ja? Das habe ich zwar nicht im Vorfeld abgeklopft, aber ich gehe mal davon aus, dass das trotzdem okay sein natürlich, wird. Raus damit. zum einen die Domian-Fanseite, prima Sache etc. Ja, nachtlager.de. Ja, genau, nachtlager.de. Gibt es auch eine Möglichkeit,
irgendwie das im Rahmen des WDR oder wie auch immer, vielleicht mal zum Beispiel so eine Art, ja, wie sag ich mal, Archiv-DVD oder irgendwie sowas Ähnliches es mal geben wird. Gute Anregung, sind wir auch schon am Überlegen und Nachdenken und wir werden euch, die Fans, frühzeitig informieren darüber. Ja, ja. Weil ich habe das nämlich gesehen, auf der Internetseite, da werden ja sehr, sehr viele Sachen auch angeboten zum Herunterladen, mhm, die man sich dann im Nachhinein anhören kann. Mhm. Aber die Kapazitäten, die sind da natürlich auch sehr beschränkt. Ja. Die können ja jetzt nicht von 10 Jahren oder wie auch immer alles anbieten. Das wird dann viel zu viel und der ganze Datentransfer, da muss alles bezahlt werden etc. Ist natürlich klar, dass das nicht geht. Wir arbeiten daran. Ja, das wäre auf jeden Fall gut, wenn das noch irgendwie funktionieren würde. Und noch eine andere Kleinigkeit. Ja. Du hast mal erzählt gehabt, du bist aus der Kirche ausgetreten. Na, das ist keine Kleinigkeit. Ja. Ne? Da kann man nicht mal in 30 Sekunden drüber reden. Ja, bei mir ist das so, ich persönlich, sagen wir mal so, ich respektiere jeden, der gläubig ist und so weiter, alles kein Problem. Mhm. Ich persönlich habe mit der Kirche aber sehr wenig am Hut. Mhm. So. Und ich habe ähnliche Schritte schon mal überlegt. Ja. Ich bin da aber so ein bisschen zurückhaltend, sage ich mal so, weil ich nicht so genau weiß, was da auf einen zukommt, wie man das macht etc. Kannst du mir da mal aus deiner eigenen Erfahrung berichten? Oh Gott, das ist so lange her. Da geht man irgendwie auf den Abend und tritt aus und das war's dann. Das geht ganz schnell. Das geht ganz schnell. Das geht ganz schnell, ja. Das ist bei mir wirklich schon sehr lange her. Und mittlerweile habe ich meine Position da auch schon erheblich wieder verändert. Ja. Ich habe großen Respekt vor Leuten, die gläubig sind. Das habe ich hier auch immer wieder gesagt. Mhm. Ich finde, dass die großen Kirchen in Deutschland sehr viel Vernünftiges tun im sozialen Bereich und habe davor Respekt. Also ich möchte das nicht kleinreden oder schlecht reden, wirklich nicht. Nö, möchte ich auch nicht. Ich selbst bin auch kein Atheist. Das war ich mal eine Weile, das bin ich definitiv nicht mehr. Ich bin ein Mensch, der auf der Suche ist, der eine spirituelle Sehnsucht hat. Und ich finde, dass in der christlichen Lehre sehr viel Gutes steckt. Ja. Ich werde nicht wieder ganz zurückkehren können. Ich finde, ebenso viel Gutes steckt auch in der buddhistischen Lehre. Eine Zwischenfrage. Weshalb nicht mehr ganz zurückkehren können? Wie genau ist das gemeint? Ja, weil ich so in diesem Sinne nicht mehr Christ sein könnte, wie ich es mal war. Mhm. Ich suche mir eigentlich so die Inhalte im Moment so. Ich lese sehr viel buddhistische Schriften aus dem Buddhismus und aus dem Christentum zusammen. Und ich glaube, wenn man die Ethik der beiden Ideologien der Religion nimmt, des Buddhismus und des Christentums, hätten wir eine wunderbare Welt, wenn die Menschen sich so verhalten würden, wie das da gesagt wird und gewünscht wird. Ja, ja. Ich habe da in der Hinsicht nur mal so drüber nachgedacht, weil ich persönlich, sage ich mal so, ich habe mit der Kirche wenig bis gar nichts zu tun. Mhm. Ich bin auch nicht gläubig in dem Sinne und ich habe mal überlegt, ob das für mich eine Option wäre. Es ist natürlich immer eine ganz persönliche Entscheidung, die man in der Stille für sich alleine treffen muss. Lieber Stefan, jetzt muss ich mal abbrechen, da wir noch andere Leute haben, die auch Fragen stellen wollen. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Frohe Weihnachten noch. Dir und auch. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit der Katharina. Katharina ist 49. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Domian. Katharina. Ich habe eine Frage an dich. Eine ganz banale Frage eigentlich. Aber passt zur Zeit. Wie feierst du Weihnachten? Was machst du Weihnachten? Ja, also Weihnachten war so in unserer Familie immer ein schönes Muss, sage ich mal, dass man das zusammen gefeiert hat mit den Eltern. Ich glaube, ich habe ein einziges Heiligabend ohne meine Eltern mal verbracht. Ja. Und wo war ich da? Ich war hier bei euch. Ja. Da haben wir haben einmal mal Heiligabend eine Sendung gemacht. Oh Gott. Und da habe ich meine Eltern alleine gelassen. Aha, nicht so schön. Nun ist mein Vater leider vor 2,5 Jahren verstorben. Ja, weiß ich. Aha. Und ich verbringe natürlich den Heiligen Abend und Weihnachten mit meiner Mutter. Ja, das schön. Ist absolut wichtig und auch schön. Ich hätte nämlich noch gefragt, wie du lebst zurzeit, allein oder mit Partner, aber das hat sich vorhin schon erledigt. Genau, das hatte ich gerade schon erzählt, ja. Ja. Hatte schon jemand gefragt. Ja, ja, schön. Und dann habe ich noch eine Frage, wenn noch ein bisschen Zeit. Ja, nur zu. Die Idee zu dieser Sendung, wer hatte die und was hast du vorher gemacht? Die Idee, also konkret zu dieser Sendung, das ist meine Idee. Deine Idee? Ja, und die Sendung hat sich so ergeben aus
ja, aus früheren Anrufsendungen, die ich im WDR-Hörfunk gemacht habe. Ja. Und die Idee, dieses auch bimedial, wie wir das hier so nennen, mit Fernsehen und Radio zusammen zu machen, das war meine Idee gewesen. Ja, klasse, hast du gut gemacht. Ja, nun war da keine große Leistung, weil ich mir das abgeguckt habe in Amerika. Auf Reisen habe ich das gesehen. Das ist da so Talk. Ja, so Talk-Radio-Hosts gibt, die das auch seit Jahren oder Jahrzehnten machen und richtige Institutionen teilweise da sind. Und da fand ich toll damals, habe ich gedacht, das könnten wir eigentlich bei uns auch machen. Ja. Was hast du mal ursprünglich gelernt, studiert? Was? Germanistik, Philosophie und Politik und habe meine journalistische Ausbildung hier im WDR gemacht und in Deutschland. Das war aber schnell. Germanistik, Philosophie und Politik. Und Politik, ja. Wahnsinn. Naja. Ja, toll. Ja, aber ich finde auch, dass du diese Sendung ganz toll machst. Danke. Was ich natürlich auch manchmal bewundere, dass manche Anrufe doch sehr anstrengend sind. Ja, das ist so. Wenn Leute so schleppend erzählen und vielleicht krank sind oder... Ja. Aber das gehört dazu. Ja, natürlich gehört das dazu. Aber das finde ich bewundernswert, dass du das so aushältst. Man kann dich ja gut beobachten im Fernsehen, so ein bisschen. Dann sieht man schon, dass es manchmal auch anstrengend ist. Ja, also ich muss sagen, dass mir die schwierigsten Gespräche sind sicher die mit Schwerstkranken. Natürlich. Oder mit die Menschen, die kurz vor dem Tod stehen. Ja. Oder mit Menschen, die gerade einen Menschen verloren haben. Genau. Das sind schon sehr schwierig. Das fand ich neulich auch richtig gut. Da hast du mal, habe ich sonst noch nie gehört, ganz kurz die Pausenmusik reingemacht, weil das auch so ein ganz schwerer Fall war. Ja, das war der Anruf von Bernd, dem HIV. Der Anrufer danach hatte das vielleicht nicht mitgekriegt, der hat dann so gleich losgelegt und dann fand ich das ganz richtig, dass du dann... Ja, da konnte ich nicht, da war ich mir die Gedanken... Da musst du auch mal durchschnaufen, ne? Das ist völlig richtig, ja. So, liebe Katharina, jo, ich danke für dein Interesse und wünsche dir schöne Weihnachten. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Und einen guten Rutsch. Ja, dir auch, tschüss. Danke, tschüss. Und hier ist Guido und Guido ist 40 Jahre. Hallo Guido. Ja, hallo, guten Morgen. Guido. Klasse Sendung. Danke. Und ich hatte mal eine Frage an dich, die ist vielleicht ein bisschen außergewöhnlich. Na. Und zwar, wie stellst du dir denn deine allerletzte Sendung vor? Wo vorher wirklich klar ist, das ist die letzte Sendung und dann das Ende. Das weiß ich nicht. Also da denke ich auch gar nicht drüber nach jetzt. Kann ich ja nicht sagen. Wahrscheinlich wird das eine Sendung sein, ganz normal wie jede Sendung auch. Also ich bin kein Freund des Zelebrierens von irgendetwas. Ich hasse es zum Beispiel, wenn ich Geburtstag habe und dann großartig bejubelt werde und besungen werde und so. Nein, das ist mir ganz peinlich. Ich gehe dann lieber so zum Alltag wieder über, zur Normalität. Ja. So würde das dann auch so sein, denke ich mal. Also kein Special oder so, sondern ganz normale Sendung. Ja, müsste man drüber nachdenken. Also jetzt, ich hab noch nicht drüber nachgedacht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, hoffentlich noch ziemlich lange hin. Ja. Guido, das war's schon? Das war's schon. Okay, danke schön. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. So, dann haben wir hier noch die Iris. Und Iris ist 49. Hallo Iris. Ja, hallo Domian. Iris, Sie haben nicht mehr viel Zeit. Leg los. Ja, pass auf. Ich bin also eine der Hörerinnen, die die Sendung schon, was weiß ich, ewig hört. Mhm. Und ich habe den Anfang so mitbekommen. Ja. So, ich habe da eine Frage, und zwar deine Bücher. Ja. Ich muss dazu sagen, ich bin blind. Ja. Und kommen deine Bücher irgendwann mal als Hör-CD raus, die du bis jetzt schon rausgebracht hast? Und wie viele Bücher sind es überhaupt? Es gibt zur Sendung gibt es 3 Bücher. Ah. Ich glaube nicht, dass das noch geplant ist, das als Hörbücher zu machen. Als die damals publiziert wurden, war das auch noch nicht so so in Mode, Hörbücher zu machen. Insofern, ich habe das letzte Buch zur Sendung habe ich mit Hella von Sinnen gemacht. Mhm. Das hätten wir natürlich wunderbar als Hörbuch machen können. Ja, damals war das noch nicht so und irgendwie haben wir es dann auch versäumt, dann nachträglich zu machen, muss ich dann eher zugeben. Ach, das ist richtig schade. Und dann aber noch zu einer anderen Geschichte. Mhm. Da hat jemand gerade gefragt, ob du an die Sachen glaubst, die du da schon mit denen gesprochen hast. Da war doch die Hackbratengeschichte. Hast du das Ding geglaubt? Ich hab's damals gehört, mir war schlecht. Na, das war keine Hackbraten, sondern Hackfleisch. Ja, du weißt, was ich meine. Also das war ein Ding. Weißt du, Iris, das ist wirklich, ich sage das immer wieder, für mich ein absolutes Phänomen. Diese Geschichte mit dem Hackfleisch ist im ersten Sendejahr hier erzählt worden, 1995. Ich weiß. Und alle Leute kennen das noch und wo ich auch hinkomme... Ich habe das damals aufgenommen, ich habe die Sendung aufgenommen, ich habe das Ding 3-mal gehört, mir wurde schlecht, ich habe das Ding abgestoppt, das waren 10 Minuten. Ja. Ich denke, das darf nicht wahr sein. Aber, arme Krücke. Ja, aber in der Tat... Als dieser Mann
schon einige Probleme, wie dann unsere Psychologin hinterher dann auch noch herausgefunden hat im Nachgespräch. Ja. Oh mein Gott. Ich hoffe, dass es ihm jetzt besser geht. Aber es gibt und auch dir. Also die hat Bart, das hat mich noch interessiert irgendwo. Ja. So, aber auch dir wünsche ich jetzt, ich höre nämlich meine Uhren, die schreien auch schon hier. Genau, die sind jetzt gleich rum. Frohe Weihnachten, guten Rutsch, einen guten Start. Wünsche ich dir auch. Gemein. Alles Gute wünsche ich dir. Jo, ich liebe auch. Iris, tschüss. Und dem Team auch. Ja, danke, tschüss. In der Technik, Thomas Wittig. Aber morgen sind wir ja nochmal hier. Morgen auch dann wieder mit einer offenen und freien Themennacht. Ab 1 Uhr könnt ihr anrufen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 sind wir da. 1 live, WDR Fernsehen, 1 Festival. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Und sagt tschüss, bis morgen. Bye, bye.